Hallo, liebe Leute, willkommen aus dem sonnengegrüßten Zimmer hier. Es ist sonnenerhellt, so viel Sonne. Es ist auch richtig warm hier im Zimmer. Das könnt ihr mir glauben. Also, puh. Jeden, der das stört, dass das hier so hell ist, es tut mir leid. Kann es nicht ändern, weil ich habe hier mich weiße Plissés und wenn ich die runter mache, es ist einfach hell. Es tut mir leid. Das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich das hier ein bisschen rüberziehe und wo muss ich denn hin? So hin. Und hier hinrutsche, dann ist es nicht mehr so hell. Da seht ihr nur meine noch nicht fertig gemachte Wand. Aber egal, wir probieren das jetzt so. Ich habe die TV- und Streaming-Tipps für euch von Freitag, den 19.04. bis zum 21.04. Und ein Ausblick auf die kommende Woche. Wie ihr seht, momentan ist das Programm einfach noch total abgespeckt. Ja, ich glaube, das wird, sobald Olympia stattfindet, die EM stattfindet, Eurovision Song Contest erstmal stattfindet, die ganzen Musikfestivals stattfinden. Das wird nochmal richtig viel Programm werden. Momentan ist es einfach wenig. Wir haben für morgen, weil das Video mache ich ja heute am Donnerstag, für Freitag Formel 1 aus China. Ja, das heißt, es wird sehr früh stattfinden. Jedoch, das erste freie Training habe ich nicht aufgeschrieben. Es fängt irgendwann um 4 an oder so. Ich bin mir gerade unsicher. Ich habe aber das Sprint-Qualifying aufgeschrieben. Das findet ab 9:15 Uhr statt. Und ja, das ist eine Zeit, die kann ich mir angucken und das werde ich mir angucken. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass mir mehr wollte noch mal was gucken. Ich hatte nämlich hier noch was gehabt. Ja, genau, okay. Immer mal mein Handy mal im Blick haben, deswegen nicht wundern. Genau, also Sprint-Qualifying, das findet statt. Das ist ganz humane Zeit, die kann ich gucken. Sonst habe ich aber nichts gefunden am Freitag, was mich interessiert. Kommen wir zum Samstag. Da haben wir die erste Bundesliga und es sind nur noch, soweit ich weiß, 5 Spiele. Ist ja auch logisch, es kann nicht mehr so lange stattfinden, wenn dann noch die EM bald ist. Deswegen, Bundesliga ist bald vorbei. Also haben wir hier jetzt noch ein paar Spiele. Wir haben am Samstag ab 15:15 Uhr 4 Spiele und eins ab 17:30 Uhr. Und um 15:15 Uhr findet unter anderem statt 1. FC Heidenheim gegen RB Leipzig. Und ja, Leipzig muss sich noch ein bisschen anstrengen. Und wie gesagt, herzlichen Glückwunsch an Leverkusen zur Meisterschaft. Vollkommen verdient und endlich ist es mal nicht Bayern geworden, von dem ja alles super. Nun noch zur Formel 1 und ich weiß nicht, warum sie uns das antun. Wir haben ja das Sprint-Qualifying gehabt, ja, aber was sagt sich Formel 1? Nein. Wir müssen in Europa ab 4:25 Uhr das Sprintrennen am Samstag stattfinden lassen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das durchstehen soll. Und sagt mir nicht, das kann man nachgucken. Wer guckt denn Sport nach? Sport ist was, was man aktuell guckt. Man guckt keine Sportveranstaltung nach. Nee. Also von dem her muss ich mal schauen, wie ich das auf die Reihe bekomme. Und das Qualifying für das Hauptrennen findet dann ab 8:25 Uhr statt. Ja, abends kommt dann noch The Masked Singer auf ProSieben mit den Leipziger Krokodil. Aber ich muss sagen, dieses Jahr ist jetzt das nicht so. Nico Santos als Flipflop ist auch noch okay, aber es ist alles nicht so. Ja, diesmal reizt es mich einfach leider nicht. Und ich glaube, die Quoten sagen es ja leider auch. Die ganzen Shows sind so am Absteigen.
Leider. Zum Sonntag, da haben wir dann das Rennen zum Glück um eine Uhrzeit, die vollkommen in Ordnung ist. Ab 8:55 Uhr. Nur noch zur Woche vor meinem Geburtstag. Da haben wir am Montag ab 22:23 Uhr Big Brother Live die Entscheidung. Jo, wird ja diesmal keine gehen, sondern ne, ich glaube, das sind ja erstmal nur Nominierungen, damit man weiß für kommende Woche dann. Dann am Dienstag wieder Joko und Klaas gegen ProSieben. Übrigens, das Programm diesen Sonntag, am 21.04. dürfen die auf ProSieben ja 24 Stunden lang komplett selber bestimmen. Und es steht tatsächlich noch nicht da, was kommt. Und ich habe gehört, oder besser gesagt gelesen, dass das auch total geheim bleiben soll, was denn dann da nun stattfindet. Ja, ich mag gerne mein Programm vorher wissen, was kommt. Mal schauen. Wen es interessiert, schaut mal am 21.04. ab 0 Uhr praktisch zu 7. Irgendwas mit Joko und Klaas. Bis 0 Uhr am Montag. Genau. Dann haben wir noch am Donnerstag Germany's Next Topmodel. Kann ich noch nichts weiter zu sagen, weil die Show findet ja heute erst statt. Deswegen, ja, überraschen lassen, ne? Ja, das soweit zum Programm. Es ist kein wirklicher Highlight dabei, außer halt Nummer 1, aber sonst, ja. Wie gesagt, ich bin mal auf die Wochen vom Eurovision Song Contest, EM und dann Olympia gespannt, wie sich das dann alles verhält mit dem TV-Programm. Ich freue mich auf jeden Fall auf solche Highlights und wird schön. Gut, das also dazu. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und tschüss.